Willkommen zum multireligiösen Friedensgebet des House of One. Rabbiner Andreas Nachama, Imam Kadir Santi und ich möchten heute für den Frieden beten, wie wir das jedes Jahr zum 11. September tun. Heute, genau vor 20 Jahren, starb Enver Şimşek, ein 38-jähriger Blumenhändler aus Nürnberg, Vater von zwei Kindern. Er wurde von den Terroristen des NSU erschossen und er starb dann zwei Tage später am 11. September, heute vor 20 Jahren, im Krankenhaus. Vor 19 Jahren gab es diesen Terroranschlag in New York mit über 3050 Toten. Und wir fühlen uns darüber hinaus verbunden mit unserem Partnerprojekt in Zentralafrika, in der Zentralafrikanischen Republik, wo seit vielen Jahren ein Bürgerkrieg herrscht und Menschen immer wieder Opfer von Terror und Gewalt werden. An all diese Menschen denken wir und schließen sie und ihre Angehörigen und Freunde mit ein in unser Gebet für den Frieden. Shalom Alechem, Alechem Shalom, Friede sei mit euch sei Frieden. Wir sind heute hier zusammengekommen, Christen, Muslime und Juden, wir, Kinder des einen Gottes, unseres Vaters, der Himmel und Erde geschaffen hat und jedem von uns eine Seele gegeben hat. Und wir beten, dass es denen, denen das Volk in den jeweiligen Ländern Autorität gegeben hat, endlich gelingen möge, den Frieden im Inneren und im Äußeren herzustellen und da, wo er ist, zu erhalten und zu festigen. Mögen alle Menschen wirken, mitwirken, zusammenwirken, die müden und die gleichgültigen Geschwister aufzuwecken. Ihr lieben Geschwister im Glauben, es ist Zeit für unsere Gebete zum Frieden. Im Psalm 120 heißt es, ich bin für Frieden. Und ob ich auch rede, sie, die anderen, wollen Krieg. Und wir drei stehen dagegen. Wir stehen für Frieden. Jetzt stehen auch die hohen jüdischen Feiertage bevor. Und eines der Kerngebete dieser Tage ist, Avinu Malkeinu, unser Vater, unser Gebieter, in das Buch des Lebens und des Segens, des Friedens, des guten Einkommens, mögen wir bedacht und vor dir eingeschrieben werden. Wir und dein ganzes Volk, alle Menschen guten Willens, zu glücklichem Leben, zum Frieden. Gelobt seist du, Ewiger, der du den Frieden schaffst. In Hebräisch geht das so, Besefer Chaim, Beracha v'shalom, Parnasa tova, Nizacher v'nikatev, Lefanechu, Anachnu, V'chol yoshve tevel, Lechaim tovim, Lechaim tovim, Uleshalom. Baruch Adonai, Osehe, Ha-Shalom. Amen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Allerbarmers. Wir Muslime, wir beten zu dem Gott, so wie auch unsere Brüder, Schwestern, die Juden und Christen, an dem einen Gott, an dem Gott, der viele Namen hat, viele Attribute. In einem Gebetsbuch, das heißt Jawshan al-Kabir, in diesem Buch, da werden 1000 Attribute, 1000 Namen von ihm, von Gott erwähnt. Mit diesen Namen rufen wir Gott an und bitten um Hilfe. Wir stehen in einer Zeit, in der wir überrollt werden von Pandemien und auch von Gewalt, von Kriegen.
Es ist eine Zeit, in der wir Gott und die Gebete an ihm mehr denn je brauchen. Das sind meine Gefühle. Und so möchte ich mit wichtigen, für mich bedeutenden Namen aus diesem Buch mich an Gott wenden und Gott bitten, uns aus jeglichen Finsternissen zu befreien. Denn Gewalt oder Zerstörung oder auch die Atmosphäre des Hasses, das alles symbolisiert die Finsternis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nuran Nur, Ya Munawwiran Nur, Ya Musawwiran Nur, Ya Khaliqan Nur, Ya Muqaddiran Nur, Ya Mudabbiran Nur, Ya Nuran Qabla Kulli Nur, Ya Nuran Ba'da Kulli Nur, Ya Nuran Fawqa Kulli Nur, Ya Nuran Laysa Mithlahu Nur. O du Licht aller Lichter, O du Erleuchter des Lichts, O du Gestalter des Lichts, O du Schöpfer des Lichts. O du angemessen und würdigend Bestimmender des Lichts, O du Lenker des Lichts, O du Licht, das vor allen Lichtern da war, O du Licht, das nach allen Lichtern da sein wird, O du Licht, das über allen Lichtern steht, O du Licht, dem kein Licht ebenbürtig ist. O Gott, O Allah, O Rahman, O Rahim, mit deinen Namen bitte ich dich um unsere Errettung aus Finsternissen. Errette uns aus der Finsternis der Gewalt. Errette uns aus der Finsternis der gewalttätigen Menschen. Errette uns aus der Finsternis der Ungerechtigkeit. Errette uns aus der Finsternis von Pandemien wie die Zeiten von Corona. Lass uns aus der Finsternis des 11. September sowie aus allen anderen finsteren, symbolträchtigen Zeiten lernen. Befreie uns aus jeglichen Finsternissen und führe uns in dein Licht. El-Nur ist das von dir reflektierende, allgegenwärtige Licht. Nur ist Licht, Nur ist Aufklärung, Nur ist Besonnenheit. Nur ist Frieden, Nur ist die Vernunft, Nur ist die Liebe. Und dieses Licht, die strahlt von dir. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Lasst uns beten. Guter Gott, als dein Volk Israel im Elend lebte, hast du sein Wehklagen gehört und hast dein Volk errettet. Heute rufen wir zu dir. Sieh auf unsere leidgeprüfte Menschheit. So oft ist sie bedroht und geknechtet von Gewalt und Krieg. Höre unser Rufen und sieh unsere Not. Sieh unsere Sehnsucht nach Frieden. Jesus Christus, du Friedensfürst, zieh ein in unsere Herzen. Du bist in die Welt gekommen, um das Böse zu überwinden. Das Böse, das uns hindert, geschwisterlich miteinander zu leben. Hilf, Hass und Mauern zwischen Menschen und Völkern zu überwinden, damit Frieden werde in der ganzen Welt. Guter Gott, sieh die Tränen der Opfer von Hass und Gewalt in Zentralafrika, in unserem Land und weltweit. Nimm die Opfer gnädig auf. Segne und behüte alle Angehörigen und Freunde, und auch uns, damit wir jederzeit zurückfinden auf den Weg zum Frieden, sollten wir uns verirren oder müde werden. Deinen Frieden schenke uns. Amen.